Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Heilenergie aus den höheren Reichen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 14. März 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Menschheit in dieser Zeit mehr Energie, mehr heilende Liebe und Licht, mehr galaktische Codes und Informationen erhält, als ihr jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte erhalten habt. Die Aufrufe, die ihr alle aus Liebe und Unterstützung gemacht habt, haben sich durch die Verbreitung des Coronavirus und durch die Verbreitung der Angst noch verstärkt. Jetzt ist es an der Zeit, eure Rolle als Lichtarbeiter wirklich zu akzeptieren und der Kanal für jene Energie zu sein, die aus der ganzen Galaxie einströmt, um der Menschheit durch diese Krise zu helfen. Ihr seid da, um das Licht zu sein. Dafür habt ihr euch verpflichtet. Und das ist es, was in dieser Zeit mehr als alles andere gebraucht wird. Ihr braucht das mehr, als ihr Informationen braucht. Und ihr braucht es sicherlich mehr, als ihr die Perspektive, die richtigen Vorstellungen davon haben müsst, was vor sich geht, was die Regierungen tun und so weiter. Dies ist eine wunderbare Zeit, um eure Geräte abzuschalten, um von den Medien, den sozialen Medien und anderen Orten wegzuschauen, an denen fast ununterbrochen darüber gesprochen wird, was passiert und wer was dagegen tut. Ihr alle versteht, dass ihr da seid, um Heiler, Kanäle, Wegbereiter, Lehrer und Führer in der Bewegung zu sein, um das Bewusstsein der Menschheit zu erweitern. Viele Menschen haben sich gefragt, welche Rolle sie auf dieser Aufstiegsreise, auf der wir uns alle gemeinsam befinden, spielen könnten. Deshalb laden wir euch ein, Teil der Lösung zu sein, indem ihr euch physisch und energetisch öffnet, um die Liebe und das Licht zu empfangen, die von den höheren Reichen hereinkommen. Erdet diese Energien in euren physischen Körpern und erdet sie in Mutter Erde. Fühlt die Unterstützung, fühlt die Liebe, wisst, dass ihr nie allein seid und dass ihr diese Krise nicht allein bewältigen könnt. Ihr habt Helfer und gerade jetzt braucht die Menschheit alle von euch, um den Helfern zu helfen, die hochfrequenten Schwingungen zu verbreiten. Das ist genau der Grund, warum ihr in dieser Zeit auf der Erde seid. Die Menschen werden während des restlichen Verlaufs der Reise in die fünfte Dimension noch weitere Krisen erleben und ihr werdet diejenigen sein, die fortwährend aufgefordert werden, sich zu erheben und euer Licht erstrahlen zu lassen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.